Adrian wollte unbedingt bei Malte übernachten. Bei dem Rabauken schon wieder? Ja, dafür bringe ich die beiden morgen zum Kindergarten. Zombie hat gesagt, du bist früh nach Hause gegangen. Hast du gekocht? Anscheinend nicht. Wäre aber die bessere Idee gewesen. Heißt das, du bist über deinen Schatten gesprungen? Wirklich? Ja und? Wie ich es erwartet habe. Ein großer Showauftritt. Ich bereue. Ich habe begriffen. Natürlich habe ich keine zweite Chance mehr verdient. Aber wenn ich dich mit meinen traurigen Augen anschaue und dieselben leeren Versprechungen abgebe wie immer, verzeihst du mir dann? Nils. Vielleicht hat er es doch wirklich ehrlich gemeint, hä? Nein, Tanja. Alles, was er wollte, war, dass ich ihm einen Job hier im Hotel verschaffe, weil er dann Freigang bekommt. Achso, da kannst du halt die Weise wieder raus. Angeblich hat er irgendeinen Deal angefädelt mit der Justiz. Und was, wenn du ihm nicht hilfst? Na, dann sitzt er die komplette Strafe ab. Ich helfe ihm natürlich nicht. Nicht. Jetzt schau mich bitte nicht so an. Ich weiß, es ist deine Entscheidung. Genauso sehe ich das auch. Wie sah er denn aus? Blendend, wie immer. Er sitzt da nicht bei Wasser und Brot im Kerker. Es geht ihm ausgezeichnet. Ja, und was machst du jetzt? Ach, die frische Luft. Ich muss meinen Kopf durchlüften. Willst du den neuesten Tratsch über Werner Saalfeld hören? Oh nein, bitte verschon mich. Ist das ein Kopfschmerzmittel? Nein, ein Schlafmittel. Und ehe du mich fragst, es dürfen Schwangere nehmen. Brauchst du das wirklich? Komm, wir können doch auch noch ein bisschen Fernsehen schauen oder ins Restaurant gehen, bis du wirklich müde bist. Ich bin müde, aber ich kann nicht schlafen. Ich mach noch einen Spaziergang und dann wird's schon gehen. Bedrückt dich irgendwas? Barbara. Was? Sag mir doch, was los ist. Dieser Termin morgen, diese Untersuchung. Eltern in unserem Alter gehören automatisch zur Risikogruppe. Ich find's richtig, dass wir das machen lassen. Wir? Du natürlich. Jetzt hast du Angst vor dem Ergebnis und statt dass du mit mir drüber redest, trinkst du ein Schlafmittel. Ja, ich habe Angst vor dem Ergebnis und dass die Untersuchung dem Kind nicht gut tut. Wie oft passiert denn da was? Aber es passiert und das reicht. Nicht uns, nicht unserem Baby. Bist du der liebe Gott? Also, eine Frau, die einen Sturz in den Abgrund überlebt, die ihrem verrückten Ehemann entkommt, die bringt auch ein gesundes Kind zur Welt. Ist das so eine Art Naturgesetz oder wie? Ja, wenn du so willst. Warte, ich komm mit. Nein, ich möchte rein sein. Na gut. Dann recherchiere ich das Thema so lang noch. Ja, das Thema. Recherchiere das mal, Herr Anwalt. Gibt's noch was zu essen? In der Küche ist noch Kartoffelsuppe. Wo stecken eigentlich Alfons und Hildegard? Mit Käthe unterwegs. Lass mich raten, du bist gestern nach der Vernissage abgestürzt, gerade erst aufgewacht und hast jetzt einen riesigen Kater. Leugnen ist wohl zwecklos, ne? Ja. Glaubst du, sie bekommt davon was mit? Wer? Na, Rosalie. Vom Erfolg der Vernissage. Ich muss dich, glaube ich, leider enttäuschen. In Italien wurde bestimmt noch nicht darüber berichtet. Wenigstens einer von uns ist glücklich. Robert hat mir was sehr Schönes gesagt. Er hat gemeint, ich hätte ihm geholfen, über Miriam hinwegzukommen. Ja, und? Aber das wussten wir doch bereits. Ja, aber dass er das gesagt hat, jetzt kann ich endlich mit dem Kapitel Robert Saalfeld abschließen. Eva, Eva.
Geht in Ordnung. Wiederhören. Das Taxi müsste gleich da sein. Danke. Max, könnten Sie vielleicht noch den Termin mit dem Floristen absagen für mich? Das habe ich vergessen. Und wenn Sie mir noch einen Espresso besorgen können, das wäre super. Mach ich. Kommt sofort. Danke. Ein Espresso. Guten Abend. Guten Abend. Wie geht's dir? Und selbst? Willst du verreisen? Ja. Geschäftsreise nach Zürich. Ich muss unseren Direktor vertreten. Aber die Frage war ernst gemeint. Wie geht's dir? Was macht das Baby? Alles bestens. Du entschuldigst mich? Wenn ich wieder zurück bin, dann würde ich mich gerne mit dir zusammensetzen und was mit dir besprechen. Was willst du denn mit mir besprechen? Wie es weitergeht nach der Geburt? Wie du es dir vorstellst, wie ich es mir vorstelle? Jetzt lass doch das Kind erstmal gesund auf die Welt kommen. Wieso? Gibt's Probleme? Nein. Hör zu. Dieses Kind wird in eine Ehe hineingeboren. Und damit ist automatisch mein Ehemann der Vater. Du bist raus. Das sieht Götz übrigens genauso. Aber es ist mein Kind. Ja, das hast du bereits gesagt. Du hast doch eine Verlobte. Gründe deine eigene Familie. Und trotzdem würde ich... Erspar uns diese Peinlichkeit, bitte, ja? Herr Zastro? Danke. Bitte schön. Ja, und was bedeutet das jetzt? Ich meine, was können wir da machen? Ja, im Moment, das ist ein bisschen kompliziert bei uns, weil Nils möchte auf gar keinen Fall mehr Kontakt mit seinem Vater haben. Ja, natürlich, versprochen. Ich werde mein Möglichstes tun. Ja, wiederhören. Halbes Biohähnchen vom Grill habe ich dir mitgebracht. Der Gefängnispsychologe hat gerade angerufen. Deinem Vater geht's sehr schlecht. Wie bitte? Wieso denn das? Sag bitte nicht, das hat mit meinem Besuch zu tun. Was heißt denn hier überhaupt schlecht? Ich will's gar nicht wissen. Magst du auch ein Bier? Ich mach das wirklich ernst. Der hat ihm doch was vorgespielt. Ja? Woher willst du denn das wissen? Ich weiß es eben. Also wenn du es nicht willst, esse ich es. Der Psychologe hat gesagt, er nimmt nichts mehr zu sich. Er liegt da, starrt an die Decke, er will nicht reden, er will gar nichts mehr. Siehst du? Ganz genauso geht's mir auch. Ich will auch nicht mehr. Ich habe den Mann viel zu lange ertragen. Bitte kapier das endlich. Das ist so goldig, Hildegard. Die Eva kommt noch mal ganz groß raus mit ihrem Emil. Süß. Du, wir hatten die ganze Kartoffelsuppe aufgegessen. Ja, dreimal darfst raten. Ja, der Jakob ist ein junger Kerl, der braucht viel Energie. Läuft sie schon? Die Käthe, die liest noch. Du weißt doch, die hat doch so gerne Romane. Ja. Macht, Geld, Intrigen. Das ist der Stoff, aus dem ihre Träume sind, gell? Was machen wir jetzt mit dem Auto? Behalten. Liga, dann hat sie uns in der Tasche. Ach, das ist ein Geschenk. Ach, das ist kein Geschenk, das ist ein trojanisches Pferd, in dem deine geliebte Schwester sitzt. Ach, Alfons. Wahrscheinlich muss ich sie jeden Tag woanders hinkutschieren. Musst du was sagen? Ich habe mich verliebt. Was? Er riecht so schön. Und er fährt so leise. Und der Blinker. Du, dieses Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack-Tick-Tack. Es ist einfach was Schönes, wenn es so neu ist. Nein, Hildegard. Also gut. Dann sag du es ihr aber. Dann sag ihr, dass du nicht willst, dass sie mir ein so schönes neues Auto schenkt.